Johann Maximilian Bohn. Das unerfreuliche Nebenprodukt meines geliebten Gatten. Ach, dieser Johann ist der Sohn von Peter Kaufmann. Allerdings. Richtig spannend wird's erst, wenn wir ihn gefunden haben. Ich könnte euch doch im Haushalt helfen. Gute Idee. Dann darf ich bleiben? Ja. Isabel, wir werden immer wieder aneinander geraten. Was willst du damit sagen? Wahrscheinlich wäre es das Beste, wir würden uns einfach nicht wiedersehen. Schluss. Sekunde zur anderen? Nein, nicht einfach so. Ich habe da schon eine ganze Zeit drüber nachgedacht. Aber gestern, das hat den Ausschlag gegeben. Ja, auch. Aber ehrlich gesagt habe ich einfach keine Lust mehr auf das ganze Hin und Her. Was meinst du genau? Ja, einerseits erzählst du mir, dass du nichts von mir willst. Auf der anderen Seite bist du aber eifersüchtig. Das ist mir zu kompliziert. Dann such dir doch jemanden, der einfacher ist. Das Einzige, was ich will, sind klare Verhältnisse und nicht so ein Rumgezicke. Das ist unfair. Nein, ich sag dir nur meine Meinung. Ich hab's gehört. Du willst nichts mehr mit mir zu tun haben. Also? Warum bist du bloß so? Das interessiert dich doch sowieso nicht. Als Mensch bin ich dir völlig egal. Hau endlich ab, ich kann dich nicht mehr sehen. Ich werde dich nie verstehen. Scheiße. Also, das hätte ich mir echt nicht zugetraut. Habe ich ihm nicht gesagt, dass ich ihn mag. Ich bin vielleicht etwas naiv, aber... Ja? Was genau haben Sie jetzt vor? Ganz einfach. Wenn Peter Kaufmann seinem Sohn begegnet, wird der ihn bereits verabscheuen. Aha. Na, mit Ihnen habe ich mir vielleicht was eingehandelt. Entschuldigung, aber wie bringt man einen Menschen dazu, einen anderen zu hassen? Offenbar verstehen Sie nichts von Psychologie. Ich würde Ihre Strategie eher als Intrige bezeichnen. Wie geht's jetzt weiter? Wenn Sie eine Spur von Kaufmanns Sohn gefunden haben, dann lassen Sie mich das sofort wissen. Natürlich darf Kaufmann nichts davon erfahren. Ist das alles? Sie werden genug damit zu tun haben, bei sämtlichen Meldeämtern anzufragen. Das denke ich auch. Ja, dann haben Sie keine Zeit zu verlieren. Mann, bin ich kaputt. Ich kann keine Patienten mehr sehen. Konntest du zwischendurch wenigstens ein bisschen schlafen? Nicht eine Sekunde. Eine Katastrophe jagte die andere. Komm, dann fahr nach Hause und leg dich hin. Ja, klasse Idee. Und Christian dabei zuzugucken, wie er meine Schwester anhimmelt. Er hat sich halt in sie verguckt. Sie sieht doch auch süß aus. Möchtest du einen Kaffee? Mhm. Eingewickelt hat sie ihn. Ja, so sind die Mädels eben. Die Nummer zieht sie schon seit Jahren ab. Komm, einen gewissen Charme kannst du deiner Schwester nicht absprechen. Du hast ja recht. Aber im Gegensatz zu Christian und dir sehe ich Alexa so, wie sie ist. Du bist einfach zu streng. In 2 Tagen ist sie eh weg. Gott sei Dank. Also ich fand's ganz nett mit ihr. Ja, logisch. Weil ich sie zum Aufräumen und Abspülen verdonnert habe. Komm, angestellt hat sie lange nichts mehr. Ja, darum wird's Zeit, dass sie endlich geht. Lange hält sie das nämlich nicht mehr durch. Hier sieht's vielleicht aus. Ist doch nur Popcorn. Ja. Bloß ist gut. Klebt wie die Hölle, das Zeug. Ist kaum, ich hab Hunger. Bitte sehr. Super, hast du gut gemacht. Bisschen süß, finde ich. Nee, gar nicht. Aber die machen Durst. Wir müssen unbedingt hier aufräumen, bevor die anderen kommen. Kann sich doch mein Bruderherz drum kümmern. Der wird dir was husten. Schauen wir mal. An deiner Stelle würde ich mich nicht mit ihm anlegen. Er schmeißt dich glatt raus. Ach, und wenn schon. Ich muss übermorgen sowieso fahren. Was, so bald schon? Ich würde auch lieber noch länger bleiben. Echt? Mir gefällt's total gut bei euch.
Ja, dann häng doch immer noch ein paar Tage dran. Oder muss ich zur Schule? Eigentlich schon. Aber was soll's? Ein paar Tage gehen doch immer. Dann bin ich eben krank. Geil. Hier, Bank. Hey. Henning? Ja? Wo sind denn die anderen? Christoph ist in der Stadt und Caroline arbeitet noch. Kann ich dir weiterhelfen? Ich will dich nicht nerven. Tust du nicht. Komm, setz dich doch. Was ist denn? Henning, du bist doch auch ein Mann. Ich hoffe doch. Ah, es geht um Marc, hä? Habt ihr euch noch mal gesehen? Ja, vorhin. Und? Konntet ihr euer Missverständnis klären? Du meinst wegen dieser anderen Frau? Ja. Du dachtest doch, die beiden hätten was miteinander. Möchtest du auch? Nein. Inzwischen geht es darum, dass Marc mich nicht mehr sehen will. Was? Ja. Ich habe mich total in ihm getäuscht. Er wollte von Anfang an nur mit mir ins Bett. Und? War da was? Nein. Aber an diesem Wochenende, da war er ziemlich direkt. Wieso bist du denn überhaupt mit ihm weggefahren? Weil ich ihn mag. Ich dachte, wir sind Freunde. Aber als Mensch ist er an mir nicht interessiert. So schätze ich Marc eigentlich nicht ein. Doch, doch. Es ist so. Sonst würde er doch jetzt noch was mit mir zu tun haben wollen. Weißt du, was ich glaube? Marc ist in dich verliebt. Der doch nicht. Doch. Quatsch. Jetzt hör doch mal. Wenn man in jemanden verliebt ist, dann will man irgendwann mehr als nur Freundschaft. Typisch Mann. Typisch Frau. Ich schicke Ihnen gleich jemanden. Ihr geht? Also, kommt gut nach Hause. Dankeschön. Ciao. 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 Hallo. Hi. Oh. Na? Deine Suche war nicht sehr erfolgreich, oder? Leider. Obwohl meine Mitarbeiterin... Katrin. Ja, sie hat fast alle Meldeämter durch. Wenigstens die der größeren Gemeinden. Das muss ja nichts heißen. Vielleicht lebt dein Sohn auf dem Land. Oder doch im Ausland. Jetzt müssen wir einfach mal abwarten, was die Recherchen in Deutschland erbringen. Ich habe trotzdem kein gutes Gefühl. Weil es dir wieder mal nicht schnell genug geht. Du bist so ungeduldig. Nicht immer. Das stimmt. Schon verrückt. Endlich habe ich den Mut gefunden, nach meinem Sohn zu suchen. Und jetzt scheitere ich an äußeren Umständen. Ach, Peter, wo bleibt denn dein Optimismus? Ja, und was mache ich, wenn er zum Beispiel in Südafrika lebt? Den nächsten Flieger nehmen und ihn umarmen. Was gäbe ich darum, wenn mir jemand sagen könnte, wo er jetzt ist? Du wirst ihn finden. Ganz bestimmt. Wenn ich dich nicht hätte. Oh, was geht denn hier ab? Hey, die Musik ist voll geil. Ja, habe ich auch extra für dich aufgelegt. Hey. Hab euch gar nicht gehört. Ja, wie auch bei dem Krach. Willst du uns das Tanzen verbieten? Ihr beiden, soll das hier eine Müllhalde werden, oder? Reg dich nicht auf, ich mach das morgen früh alles weg. Weißt du jetzt, warum ich froh bin, wenn sie endlich wieder abhauen? Okay, sofort. Du kannst ihr dabei helfen. Aye, aye, Sir. Was für eine Sauerei. Hey, immerhin macht Popcorn keine Rotweinflecken. Ja, Kleberänder sind auch nicht besser. Du bist kein Heiliger. Aber nicht so ein Ferkel wie du. Piano, Mann. Wir machen das schon alles in Ordnung hier, okay? Und morgen sieht mit Sicherheit wieder alles aus wie neu. Ja, wer's glaubt. Wär doch ein Sauberkeitsfimmel. Es hilft alles nichts. Wir müssen auch die kleineren Meldeämter abklappern. Es scheint Ihnen sehr viel an diesem jungen Mann zu liegen. Er steht mir sehr nah. Obwohl ich ihn kaum kenne. Sind Sie verwandt mit ihm? Ach was. Sie wissen ja sowieso schon zu viel. Nein, Sie müssen mir nicht antworten. Ich weiß, aber ich möchte es trotzdem gern. Schließlich helfen Sie mir dabei, ihn zu finden. Johann Maximilian Bohm ist mein Sohn.
Er ist unehelig. Und ich habe ihn noch nie gesehen. Jetzt verstehe ich. Um eines möchte ich Sie allerdings ausdrücklich bitten. Ja? Ich möchte auf keinen Fall, dass Clarissa von Anstetten etwas davon erfährt. Das ist selbstverständlich. Alles, was wir beide hier miteinander besprechen, sollte absolut vertraulich sein. Sie können sich auf mich verlassen. Was halten Sie übrigens davon, wenn wir einen Aushang machen in den Gemeindekirchen? Wozu denn? Na, vielleicht meldet sich jemand, der weiß, was aus Ihrem Sohn geworden ist. Ja, ich finde, das ist eine gute Idee. Na gut, das könnten wir zusätzlich noch probieren. Gut, dann kümmere ich mich gleich morgen darum. Willst du noch einen Kaffee? Meine Tasse ist voll. Oh. Wow, so sauber war die Bude ja schon lange nicht mehr. Naja. Was ist das hier? Ich habe sogar den Herd von innen geputzt. Ach nö, jetzt hat nicht aber auch Popcorn drin. Nein, aber er hat es nötig. Du könntest ja unsere Haushälterin werden. Mit Sicherheit nicht. Mama hat übrigens angerufen. Und? Hast du ihr gesagt, mit welchem Zug du kommst? Ich hab's versucht. Ja, dann ist die Verbindung unterbrochen worden, oder was? Nein. Aber Mama und Paps würden gerne ihren Urlaub noch verlängern. Soll das etwa heißen? Jedenfalls lassen sie dich fragen, ob ich nicht noch eine Woche bei dir bleiben darf. Ist doch super, oder? Dann stellen Mama und Paps sich das überhaupt vor. Ich meine, das ist doch kein Kindergarten hier. Ich bin 16. Vor allem bist du anstrengend. Lass sie doch. Die eine Woche. Wir machen auch garantiert kein Popcorn mehr. Meinetwegen. Oh, du bist lieb. Oh. Ich hol einen Lappen. Es tut mir wirklich leid für Sie, Frau Meck. Mein Mann bedroht mich nach wie vor. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Bitte beruhigen Sie sich einfach erstmal. Gestern Nacht rief er schon wieder an. Und wenn Sie sich erstmal eine Geheimnummer geben lassen? Das verhindert nicht, dass er mir auf der Straße auflauert. Das kann man ihm wiederum gerichtlich verbieten. Nein. Ich glaube, es gibt nur eine Lösung. Ich muss in eine andere Stadt ziehen. Das wollen Sie wirklich tun? Dieser ganze Aufwand? Beruflich ist das für mich kein Problem. Deine Wohnung werde ich auch finden. Wunderbar. Dann werden Sie mich ja nicht mehr brauchen und genauso wenig einen anderen Bodyguard. Marc, ich hatte insgeheim die Hoffnung, dass Sie auch in Hamburg für mich arbeiten. Ich mag Düsseldorf eigentlich sehr, sehr gern. Ich bin so froh, dass ich Sie habe. Mein Mann kann sehr brutal werden. Bitte, Marc. Zu Ihnen habe ich wenigstens Vertrauen. Entschuldigen Sie, aber das macht mich alles so fertig. Das ist kein Problem. Falls es ums Geld geht. Nein, ums Geld geht's wirklich nicht. Ich verstehe. Ihre Familie lebt wahrscheinlich hier und Ihre Freundin. Ich könnte Ihnen auch wirklich einen guten Kollegen vermitteln. Ist auch ein sehr guter Freund von mir. Ich will Sie nicht drängen, aber ich wäre wirklich sehr froh, wenn Sie weiter für mich arbeiten würden. Ich werde es mir überlegen. Schön. Dann hat Kaufmann den Köder also geschluckt. Er fand die Idee mit dem Aushang sogar ganz ausgezeichnet. Na, der wird sich noch wundern. Er freut sich schon darauf, sein Kind bald in die Arme zu nehmen. Und ich freue mich schon darauf, ihm dieses Erlebnis gründlich zu vermiesen. Herr Kaufmann erzählte mal, dass die Mutter seines Sohnes gestorben ist. Wissen Sie mehr darüber? Ingrid Bohn. Ja, sie hat sich nach der Geburt des Kindes umgebracht. Kaufmann fühlt sich bis heute schuldig, dass er sie während der Schwangerschaft verlassen hat. Mir gibt's noch ein bisschen Tee. Und das Kind? Was ist daraus geworden? Es kam zu den Großeltern, aber die sind recht bald gestorben. Ich glaube, der Junge war gerade mal 2 Jahre alt. Und danach? Kam er in ein Kinderheim in der Nähe von Neuss. Woher wissen Sie das alles? Ich habe recherchiert. Das würden Sie auch tun, wenn Sie wüssten, dass Ihr Mann Sie mit einer anderen Frau betrogen hat. Ja, vermutlich ja. Und deshalb muss ich unbedingt wissen, wo sich dieses Kinderheim befindet. 2 Kaffee, bitte. Mhm. Ich habe schon gehört, Frau Menge will nach Hamburg umziehen. Ne? Ihr Mann scheint Sie also immer noch zu bedrohen. Ja, das stimmt. Und am liebsten würde sie mich gleich mitnehmen. Will sie was von Ihnen? Außer Personenschutz überhaupt nicht. Und lassen Sie sich drauf ein?
Ja, nicht, aber andererseits, was hält mich schon in Düsseldorf? So. Danke. Danke. Isabelle vielleicht? Sie wollen mich aushorchen? Nein. Ich möchte Ihnen nur sagen, dass Isabelle das alles sehr traurig macht. Hat sie Ihnen das gesagt? Das sehe ich. Sie hat sie wirklich sehr gern. Davon habe ich leider bis jetzt nichts gemerkt. So? Dann gucken Sie mal genau hin. Ich mache einen Tee und du legst ein paar Scheiben auf, okay? Okay, welche zuerst? Such eine aus. Du hast doch einen guten Geschmack. Erzähl das mal meinem Bruder. Der hat eben keine Ahnung von dir. Ich bin total froh, dass du noch ein bisschen bleibst. Meine Eltern auch. Hallo, Tom. Hier ist deine Mutter. Leider kann ich Alexa nicht erreichen. Deshalb sei doch so lieb und sag deiner Schwester, dass sie aufräumen soll, bevor wir kommen. Du weißt, wie allergisch euer Vater auf Chaos reagiert. Danke schon mal. Tschüss. Du hast uns die ganze Zeit nur Scheiß erzählt. Meine Mutter spinnt total. Gib's zu, deine Eltern wissen nicht mal, dass du hier bist. Du hast ja wirklich ein Händchen für sowas. Ich gebe das Kompliment gerne an meine Floristin weiter. Guten Morgen. Morgen. Ich habe sehr gute Neuigkeiten. Guten Morgen. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Dankeschön. Möchten Sie was trinken? Ja, ein Kaffee wäre nett. Okay. Also, dann schießen Sie mal los. Ich komme gerade aus Rüttgen. Das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Neuss. Der Pfarrer, Stubbe oder so ähnlich heißt er, kennt Ihren Sohn. Was? Das ist ja kaum zu glauben. Ist aber so. Wir kamen zufällig ins Gespräch, als ich diesen Aushang machen wollte. Und dieser Mann weiß, wo mein Sohn ist? Na, nicht direkt. Er möchte Sie persönlich sprechen. Haben Sie seine Telefonnummer? Ja, hier. Unter dieser Nummer können Sie ihn erreichen. Gibt es etwas Neues? Katrin hat jemanden gefunden, der Johann angeblich kennt. Danke. Tatsächlich? Ja, es war reiner Zufall. Wir haben einfach Glück gehabt. Das klingt ja alles unglaublich. Erledigt sich die Arbeit jetzt schon von allein? Ich wollte nur eine kleine Kaffeepause machen. Ich habe Frau Pyritz eingeladen. Wenn es nach mir ginge, dann könnten Sie jetzt Ihren Hut nehmen. Was hältst du davon, wenn du jetzt gehst? Ich bin schon wieder weg. Oder glaubst du, ich lasse mich ein zweites Mal aus deinem drittklassigen Lokal werfen? Keine Sorge. Solange ich da bin, ist Ihnen Ihr Job sicher. Dankeschön. So, jetzt werde ich aber erstmal diesen Pfarrer anrufen, damit wir endlich weiterkommen. Entschuldigen Sie. Was gibt's denn? Herr Roloff ist da. Soll er wieder gehen? Nein, nein. Schicken Sie ihn rein. Bitte schön. Hi. Hallo. Ich bin nur kurz vorbeigekommen, um dir zu sagen, es könnte sein, dass ich nach Hamburg gehe. Um mir das zu sagen, bist du extra hergekommen? Ich finde, du solltest das schon irgendwie wissen. Du wolltest doch, dass wir nichts mehr miteinander zu tun haben. Also was soll das jetzt? Ich dachte, es interessiert dich vielleicht, was ich vorhabe. Du machst doch sowieso, was du willst. Spielt meine Meinung da irgendeine Rolle? Das ist alles, was du mir zu sagen hast. Was willst du denn hören? Soll ich dich etwa anflehen, hier zu bleiben? Das wäre mal was Neues, oder? Und das ist nicht lustig. Schade. Aber was soll's? Geh ruhig nach Hamburg. Wie du willst. Schade. Ich bin wirklich sehr gespannt, was bei deinem Gespräch mit dem Pfarrer herauskommt. Ich hoffe natürlich, dass er mir etwas über meinen Sohn erzählen kann, was mich weiterbringt. Ich würde es dir so wünschen. Und? Wie sehe ich aus? Wunderschön. Und begehrenswert, wie immer. Nichts anderes wollte ich hören. Allerdings, ob du mit diesem Oberteil in den Himmel kommst? Abwarten. Mich lassen sie da oben sowieso nicht rein. Wer weiß. Obwohl, eigentlich hättest du dir alleine dafür einen Orden verdient, dass du dich mit Clarissa angelegt hast. Ja,
Ja, sie hat mir bis heute nicht verziehen, dass sie durch mich ihren Adelstitel verloren hat. Ja, und du hast sie auch um einige Millionchen erleichtert. Deshalb darf sie auch niemals dahinter kommen, dass ich auf der Suche nach meinem Sohn bin. Nein, sie würde sich natürlich sofort einmischen. Tja, du kennst sie doch. Wann wollte denn dieser Pfarrer Stubbe? Ja, richtig. Wann wollte er kommen? Er wollte schon da sein. Mhm. Und du triffst dich jetzt noch mit diesem jungen Künstler? Mhm. Du, ich kann den Termin aber auch absagen und hierbleiben. Nein, nicht nötig. Schaffe ich schon allein. Wie du meinst. Aber ich bleib nicht lange. Ja? Also, alles Gute. Ciao. Ciao. Jetzt reg dich ab. Was ist denn schon passiert? Du hast uns die ganze Zeit was vorgemacht. Findest du das okay? Was hättest du denn gemacht, um hierbleiben zu können? Jedenfalls nicht so rumgelogen wie du. Dann hätten wir uns aber nie kennengelernt. Trotzdem, was du heute abgezogen hast, ist voll unnötig. Ohne diese Notlüge müsste ich morgen fahren. Wäre dir das etwa lieber? Nein, natürlich nicht. Und wenn wir Tom nichts von dem Anruf meiner Mutter erzählen, dann ist doch alles in Butter. Ja, fragt sich bloß, wie lange noch. Deine Mutter braucht nur mal kurz hier anzurufen und Tom geht dran. Das wäre weniger gut. Die ganze Sache würde sofort auffliegen und du müsstest deine Koffer packen. Du, ich hab 'ne Idee. Bestimmt wieder irgendeine Schwindelei. Pass auf. Ich rufe morgen bei meinen Eltern an und sag ihnen, dass Tom nichts dagegen hat, dass ich hier bin. Das wäre ja noch nicht mal gelogen. Eben. Und die machen drei Kreuze, weil ich ihnen nicht auf die Nerven gehe. Dafür aber dein Bruder. Du hältst doch aber dicht. Kommt drauf an. Auf was? Na, auf dich. Wie meinst du das? Oh. Klar halte ich den Mund. Ich freue mich doch auch, dass du hier bist. Und vergiss nicht, den Anrufbeantworter zu löschen. Für wen hältst du mich? Für ein ziemlich nettes Mädchen. Ciao. Sehr liebenswürdig von Ihnen, Herr Pfarrer, dass Sie sich extra hier bemüht haben. Ich hatte ohnehin in dieser Gegend zu tun. Bitte. Danke. Nehmen Sie doch Platz. Dankeschön. Darf ich Ihnen etwas anbieten? Nein, danke. Frau Pyritz erzählte mir, dass Sie etwas über meinen Sohn wissen. Bitte? Kennen Sie ihn gut? Ach, gut. Gut wäre wohl übertrieben. Er war ja noch sehr jung damals. Ein aufgeweckter, netter Junge. Wann genau war das? Ach so, vor circa 20 Jahren. Ja. Und danach haben Sie ihn aus den Augen verloren? Ach, wissen Sie, ich wäre wohl lieber mit einer anderen Botschaft zu Ihnen gekommen. Wie darf ich das verstehen? Ihr Sohn Johann Maximilian ist im Alter von 7 Jahren beim Spielen vor ein Auto gelaufen. Sie meinen? Ja. Es tut mir leid. Er ist damals ums Leben gekommen.